Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, heute wieder auf meiner Teststrecke unterwegs. Ein kurzes Päuschen einlegen. Ja, an der ZIP hat sich ein bisschen was getan. Optisch. Schaut euch das mal an. Neu lackierten Ständer. Und natürlich auch die Gabel neu lackiert. Und natürlich eine ganz andere Front. Also ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich glaube, sie wird so bleiben. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, sie wird so bleiben. Und hinten Nummernschild. Hinten weiß ich es noch nicht. Vielleicht komplett schwarz hinten. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, ja. Das ist mein neuer Sportauspuff. Sieht aus wie ein Stück Scheiße. Aber sehr, sehr geil. Ist ein offener Sportauspuff. Das sieht getarnter Sportauspuff. Passt mir. Nicht laut. Die Polizisten schauen sich den Roller an und lachen und laufen weg. Ja, was mir hier daran sehr gefällt, ist die ist das Facelift. Ja. So, warte mal, Helm. Ja. Ich habe keine Spiegeln, das macht mich kirre. Ein bisschen vorsichtiger fahren. Viel zu schnell, eieiei. Ja, also so macht das mit der ZIP. So habe ich mir das eigentlich mehr oder weniger vorgestellt. Ja. Ich habe jetzt einen anderen Innenraum benutzt, weil ich auch, um das hier dran zu bauen, das Cockpit, musste ich auch das hier verändern, sonst passt das nicht mehr zusammen. Und hier habe ich einen Schalter mehr, weiß noch nicht warum. Hier habe ich ein Loch, das weiß ich warum. Das ist für die Bremsen. Ja. Hat dieses Modell allerdings noch nicht, das ist zu alt. Da muss ich mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall, die neue Bremsen wurden verbaut, hinten vorne. Alles funktioniert. Der Roller springt mit einem Kick an. E-Starter funktioniert zurzeit nicht, weil meine Batterie total tot ist. Ich habe sie noch verbaut, weil sonst spinnen die Blinker ein bisschen rum. Aber naja. Aber ich bin mit dem Getriebe noch nicht ganz zufrieden. Das ist zu kurz. Also ein etwas längeres Getriebe fände ich echt nett. Aber ansonsten, der Roller geht gut ab. Zieht hervorragend, fährt sich wirklich gut. Im unteren Bereich zieht die ZIP abnormal. Wirklich abnormal. Ich glaube, ich hätte da sogar mit der JetForce ein paar Probleme, der ZIP hinterher zu kommen. Aber nur bis 50 oder so. Ne? Naja, auf jeden Fall, die ZIP nimmt langsam Gestalt an. Der Tacho scheint auch nicht mehr ganz zu funktionieren. Aber ein Tacho war mir noch nie so wirklich wichtig. Aber die Tankanzeige, das ist mir wichtig. Von daher werde ich mich von diesem Tacho wieder verabschieden müssen und mir was anderes ausdenken. Ich habe mir ein, zwei Tachos angeschaut, die kann man da reinbauen und einfach zuspachteln.
sind dann Digital-Tarots. Hm. Das wäre eine Alternative. Aber dann schaue ich gleich, dass ich eins finde, wo kabelfrei ist, also kabellos. Am besten ein GPS, ein größeres GPS, ungefähr so groß. Aber die ZIP geht richtig schön um die Kurven an. Aber man hört das Getriebe. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber vielleicht ändert sich das, wenn ich das, wenn ich die Verkleidung dran habe, vielleicht ändert sich das dann, weil momentan ist der komplette Motorraum total offen. Oh, oh, oh. So Leute, das Video neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Vlog.